Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zu dem Vortrag. Wie Simon gerade schon gesagt hatte, ich spreche heute zum Thema ISO 30401 und besonders zu der Frage, macht diese neue Standardisierung Wissensmanagement zum neuen Normal? Wie Simon gerade bereits erwähnt hat, bin ich vor allen Dingen hier heute als Doktorandin an der Forschungsprofessor Professor Pawlowski an der TU Chemnitz. Nebenher bin ich auch noch Unternehmensberaterin bei der Boston Consulting Group. Und ja, da wurde eigentlich auch gerade schon so berichtet, ich forsche zum Thema Wissensressourcen im Gesundheitswesen und vor allen Dingen zur Erfolgsmessung für Wissensmanagement. Ich stelle heute eine Forschung vor, die ich nicht allein gemacht habe, sondern zusammen mit meinem gerade schon erwähnten Doktorvater, Professor Peter Pawlowski. Er ist Emeritus des Lehrstuhls Personal und Führung und hat, wie gesagt, nach wie vor eine Forschungsprofessur an der TU Chemnitz inne. Zudem ist er auch Gründungspräsident und Gründer der Gesellschaft für Wissensmanagement. Deshalb denke ich in diesem Kontext sicherlich auch vielen von Ihnen bekannt. Aktuell, genau, hat er das Thema Wissensmanagement im Gesundheitswesen, was er sich gerade erschließt und zu dem er auch viel arbeitet. Daneben nach wie vor die Themen Wissensmanagement und Kompetenzen in der digitalen Transformation und zusätzlich das Thema Wissensmanagement in virtuellen Teams. Zusätzlich haben wir, wie gesagt, einen Artikel zu ISO 30401 geschrieben mit einem weiteren Co-Autor. Das ist Dr. Mike Wagner. Auch er bestimmt vielen hier ein Begriff. Er ist Managing Partner des Instituts für Wissensökonomie und zusätzlich hat er eine Wissensmanagement-Beratung, die sich MW Wissenskommunikation nennt. Auch er forscht im Bereich Wissensmanagement allgemein und eben auch zu Bildungsprozessen. Ja, insofern freue ich mich, heute hier sein zu können und die gemeinsame Arbeit vorzustellen. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund. Die ISO 30401 ist keine für sich alleinstehende Norm, sondern vielmehr eine Normung für Wissensmanagement, die in einem Kontext weiterer ISO-Normen steht. Sie ist ein sogenannter Management Systems Standard. Und da fragt man sich natürlich als erstes, was ist eigentlich so ein Management Systems Standard? Ich denke, die beste Definition dazu gibt die ISO als Norm der Organisation selber. Sie schreibt auf ihrer Homepage, a management system is the way in which an organization manages the interrelated parts of its business in order to achieve its objectives. Da sehen wir schon einen wichtigen Ansatz. Also es geht hier tatsächlich um das Doing, um die Art und Weise, wie man eben bestimmte Teile der Geschäftstätigkeit managen kann. Weiter schreibt die ISO dann, ISO Management System Standards, oder auch abgekürzt MSS, help organizations improve their performance by specifying repeatable steps that organizations consciously implement to achieve their goals and objectives and to create an organizational culture that reflexively engages in a continuous cycle of self-evaluation, correction and improvement of operations and processes through heightened employee awareness and management, leadership and commitment. In diesem kleinen Abschnitt stehen sehr, sehr viele wichtige Informationen, wichtige Aspekte von Management System Standards. Einmal das Thema, dass sie ein ganz klares Ziel verfolgen. Dieses Ziel ist die Steigerung der Performance der Unternehmen, insbesondere natürlich monetäre Performance, aber vielleicht auch Performance in anderen Dimensionen. Wenn man zum Beispiel einmal Richtung Balanced Scorecard denkt, an der Stelle natürlich die Mitarbeiterperspektive, die Kundenperspektive, Finanzperspektive und so weiter. Auch hier ist noch einmal die Betonung auf eben diesen repeatable steps, also im Prinzip eine Art Anleitung, eine Handlungsweise, wie man eben zu besonders guten Managementprozessen kommen kann. Betont wird zudem, dass das Ganze viel mit Kultur zu tun hat, also tatsächlich nicht nur sozusagen sich auf das Management System oder die einzelnen Tools und die einzelnen Methoden innerhalb des Management Systems bezieht, sondern dass auch ein gewisser Konnex geschaffen wird zu dem Rest der Organisation und zu der Einstellung, zu den Handlungsweisen, zu den Maximen, nach denen in dieser Organisation gehandelt wird. Also das ist wichtig, sich vorzustellen, dass solche Management Systems nicht abstrakt von der Organisation oder als Teile der Organisation separat funktionieren, sondern eben eingebettet sind in ein großes Ganzes. Zudem werden hier schon wichtige sozusagen Bestandteile der Management System Standards beschrieben. Einmal der sogenannte Cycle of Self-Evaluation. Also man geht iterativ vor, man versucht in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess sein Management immer weiter zu verbessern im Hinblick auf das Ziel der Performance-Steigerung. Und es werden eben auch viele Hebel dafür benutzt, insbesondere Operations und Processes, also letztlich die Vorgehensweisen, aber eben
auch und insbesondere die Menschen, nämlich die Mitarbeiter und auch das, die Führungsebene einer Organisation. Das ist, glaube ich, auch gerade in Bezug auf diesen neuen Standard ISO 30401, bei dem es eben um das Wissensmanagement geht, letztlich sehr, sehr wichtig, denn ich glaube, so viel auch in der Disziplin Wissensmanagement umstritten ist, die allermeisten Forscher, die allermeisten Praktiker würden sagen, dass Wissen letztlich innerhalb von Menschen lokalisiert ist, dass der Mensch eine ganz, ganz wichtige Komponente darstellt, einfach als Wissensträger an der Stelle. Vielleicht noch ein bisschen mehr zu diesem Kontext. Ich sagte gerade schon, Management System Standards oder Management Systems stehen nicht für sich alleine. Dementsprechend gibt es auch schon mehrere Normen bei der ISO, die mit der 30401 in Connex stehen. Einmal weitere Management System Standards, also zum Thema Quality Management, zum Thema IT Security, zum Thema Environmental Management. Die sieht man hier oben links. Dann gibt es noch einige Management System Standards, die sich tatsächlich auf spezifische Sektoren beziehen. Und das grenzt sie eigentlich ab von den Management System Standards, die sektorenübergreifend sind diese hier wiederum sektorenspezifisch. Sie beziehen sich auf Medizinprodukte, auf Eisenbahnen und auch auf die Petrochemie. Dann gibt es noch einmal zusätzliche Normen und Standards, die sogenannte Related oder Implementation Standards sind, zum Thema Food Safety, zum Thema Auditing. Und es gab da auch noch einmal einen Standard zum Thema Quality Systems oder Quality Documentation. Diese Standards, die sind sozusagen ergänzend zu diesen allumfassenden Management System Standards und erklären nochmal ein bisschen mehr im Detail, wie zum Beispiel ein Audit anhand von Management Standards stattfinden kann oder gehen eben auf einen speziellen Aspekt, wie in diesem Fall Food Safety, ein. Zudem gibt es auch noch Management Standards, die unterscheiden sich von den Management System Standards eben durch diesen systemischen Gedanken. Sie sind nämlich nicht systemisch, sondern sie beziehen sich lediglich auf einen spezifischen Aspekt des Managements. Da gibt es im Moment einen Standard zum Thema Social Responsibility, zum Thema Risk Management. Und die ISO ist eben sehr aktiv gerade. Es laufen auch im Hintergrund noch zahlreiche Verfahren, um diesen Kanon an weiteren Standards eben zu ergänzen. So viel vielleicht einfach dazu. Es gibt teilweise Querverweise in diesen Management System Standards auf die anderen Standards. Also zum Beispiel beim Thema Qualitätsmanagement wird auch das Thema Wissensmanagement angesprochen. Und es gibt auch einen sehr spannenden Beitrag schon von Herrn Hertmann aus dem Jahr 2020, glaube ich, der eben diese Risk Management Norm mit dem Management System Standards 30401 in Verbindung setzt und da diskutiert, inwieweit eben Wissensrisiken und Wissensmanagement übereingebracht werden können mit dieser Normung. So, jetzt aber zum eigentlichen Teil meines Vortrags, und zwar den Inhalt der 30401. Die 30401 besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten. Das habe ich hier in der Überschrift schon geschrieben. Einmal gibt es so wird eine idealtypische Struktur eines Wissensmanagementsystems beschrieben. Und dann wird auch noch ein Ansatz beschrieben, wie ein solches Wissensmanagementsystem, also das Management System im Prinzip, entwickelt werden kann. Dieser Teil des Schaubildes, den Sie sehen, das wird sich gleich noch vervollständigen, das Schaubild. Dieser Teil, den Sie jetzt sehen, das ist im Prinzip diese idealtypische Struktur für ein Wissensmanagementsystem. Man sieht hier in der Mitte, dass im Prinzip ein Mindestkanon an Prozessen gefordert ist. Einmal Prozesse für die Entwicklung von Wissen, Knowledge Development, und dann solche für die Transformation, also die Weiterentwicklung, die Nutzung von Wissen. Und dann gibt es noch Erfolgsfaktoren, die im Prinzip auch gepflegt werden sollen in so einem System. Ich habe hier an der Seite noch mal ein bisschen genauer erläutert, was für Prozesse in einem solchen System idealtypisch eben vorhanden sein sollten. Das ist eben einmal das Thema beim Thema Knowledge Development, die Acquisition of New Knowledge and Application of Current Knowledge. Das bedeutet letztlich, das Unternehmen, die Firma soll neues Wissen aufnehmen und sie soll es anwenden. Dann geht es auch darum, dieses Wissen zu behalten, also es nicht zu vergessen, aktiv nicht zu vergessen, aktiv nicht aus dem organisationalen Gedächtnis zu verdrängen, aber vielleicht manches Wissen auch bewusst zu vergessen. Das ist jetzt hier der vierte Punkt, nämlich
nicht mehr aktuelles Wissen oder nicht korrektes Wissen auch auszufiltern und eben bewusst aus der Organisation zu verbannen. Ich mache da mal einen kleinen Einschub zum Thema Präzision. Wenn man das jetzt so liest, dann fallen einem wahrscheinlich mögliche Tools ein, um das zu untermauern, um diese Vorgänge, die hier beschrieben sind, zu unterlegen mit konkreten Handlungsweisen, mit konkreten Methoden, mit denen man das bewerkstelligen kann. Die ISO 30401, die ist an dieser Stelle bewusst neutral. Also sie sagt, es soll zwar Prozesse geben, die diese Kriterien erfüllen und die dazu führen, aber wie diese Prozesse konkret aussehen sollen, das beschreibt sie im Näheren eigentlich nicht. Sinn und Zweck dieser Neutralität ist einmal, dass die Norm möglichst weitgehend anwendbar ist, also dass sie in verschiedenen Branchen zur Geltung kommen kann, denn möglicherweise funktioniert ja nicht jede Methodik des Wissensmanagement auch gleich gut in jeder Branche, dass sie in Unternehmen ganz verschiedener Größen zur Anwendung kommen kann und eben auch Unternehmen, die sich vielleicht in anderen Kriterien, sowas wie geografische Verortung und Kultur und so weiter unterscheiden, auch zur Anwendung kommen kann. Über diese Neutralität möchte ich später mit Ihnen noch diskutieren. Ich denke, das hat positive wie auch negative Aspekte. Aber wie gesagt, das nur schon mal zum Einstieg. Die Norm hält sich bewusst neutral an der Stelle. Ja, das zweite Kästchen hier, zu dem ich jetzt gern kommen würde, ist das Thema Knowledge Transformation. Auch hier sind wieder Mindestanforderungen an bestimmte Prozesse beschrieben. Einmal soll es Prozesse geben für Austausch zwischen Menschen. Es soll Prozesse geben, mit denen Wissen auch sichtbar gemacht werden kann, Prozesse, mit denen Wissen kombiniert werden kann und auch Prozesse, mit denen bewusst Wissen nach innen geholt werden kann, Lernprozesse im Prinzip. Zusätzlich zu diesen Mindestanforderungen für die beiden Prozessfelder Knowledge Development und Knowledge Transformation sind, wie gesagt, eben auch Erfolgsfaktoren und Ermöglicher vorgesehen. Verzeihung. Ich denke, sowohl den Praktikern als auch den Akademikern unter Ihnen werden viele dieser Faktoren absolut bekannt vorkommen. Es geht darum, ausreichend Humankapital zu haben, eben Prozesse zu haben im Sinne von Prozessbeschreibungen, möglicherweise Technologien zu haben. Ich denke, das ist gerade in den Bereichen Wissensspeicherung natürlich immer wieder ein sehr wichtiges Thema, dass man Strukturen hat, Technologien, Infrastruktur hat, um Wissen auch einfach zu speichern und so zu speichern, dass man es leicht findet. Dann wird eben auch sozusagen über die Governance gesprochen, dass die ganze Firma auch eine gewisse Bereitschaft hat, eine gewisse Prozesse auf einer Führungsebene hat, um Wissensmanagement möglich zu machen. Und schließlich geht es auch nochmal um die Wissensmanagement-Kultur, die eben als besonders wichtiger Ermöglicher für Wissensmanagement auch gefördert werden soll. Was jetzt spannend ist, es gibt hier im Prinzip noch zwei Faktoren, die werden zwar nicht als Kernelemente dieses Wissensmanagements beschrieben in der ISO 30401, die werden aber in separaten Abschnitten letztlich beschrieben. Das ist einmal das Leadership, also im Prinzip wird dort gefordert, dass auch die höchsten Gremien im Unternehmen, also der Vorstand, die Geschäftsführung, vielleicht der Eigentümer bei einem Ein-Mann-Betrieb, auch wirklich Verantwortung übernimmt für dieses Thema und das als wichtig anerkennt und das unterstützt. Und der zweite große Prozess, und den habe ich gerade schon genannt, auch hier ist Wissensmanagement-Kultur. Also es wird so beschrieben, dass ein solches System im Prinzip nur dann funktionieren kann, wenn eine gewisse Bereitschaft der Menschen da ist und die Maxime, die Handlungsmaxime im Prinzip ist, dass auf Wissen, auf Wissensmanagement auch Wert gelegt wird. Spannend ist, wie gesagt, an diesem Aspekt der Kultur, dass Kultur eben einmal als sozusagen Faktor in der Umgebung des Wissensmanagements gesehen wird, also außerhalb des Wissensmanagements und als Grundlage des Wissensmanagements dasteht, aber gleichzeitig diese Grenze auch überschreitet und eben die Wissensmanagement-Kultur tatsächlich auch innerhalb des Wissensmanagement-Systems gesehen wird, als wichtiger Bestandteil und als Element, was auch innerhalb des Systems gepflegt werden sollte. Dann vielleicht zu dem zweiten Aspekt dieses Systems. Das ist der Entwicklungsprozess für ein solches Wissensmanagementsystem.
Die ISO-Normen, die Management System Standards, die folgen eigentlich alle einer gemeinsamen Gliederung von der Art, wie sie geschrieben sind, von den Abschnitten, die sie enthalten. Die nennt sich High-Level Structure. Und die enthält auch typischerweise genau diese Punkte, die in diesem Entwicklungssystem hier vorhanden sind. Also man geht davon aus, dass Management Systems sich immer an der Strategie des Unternehmens orientieren sollen, dass dort in einem Scoping sozusagen bestimmt werden soll, was ist eigentlich der relevante Anwendungsbereich für ein solches Management-System. Beim Wissensmanagement wird konkret gesagt, man soll einmal Stakeholder sich ansehen innerhalb der Firma und außerhalb der Firma und überlegen, welche Anforderungen haben die eigentlich an Wissensmanagement in dieser Firma. Und dann soll man auch davon ausgehend überlegen, was sind eigentlich die relevanten Themenfelder, die relevanten Wissensdomänen, die in einem Unternehmen gestärkt werden sollen, wo eben das Wissen sozusagen thematisch reingehört und die dann unterstützt werden sollen. Ausgehend von diesen Feststellungen ist dann wiederum vorgesehen, dass ein gewisser Planungsprozess stattfindet, also dass so ein System geplant wird mit eben seinen Komponenten, also zum Beispiel, welche Tools möchte ich benutzen, welche Methoden möchte ich benutzen, um diese Prozesse hier auszufüllen, wie möchte ich das implementieren, was sind da möglicherweise Schulungsschritte, was ist ein Zeitplan für so eine Implementierung und so weiter. Dann ist eine weitere wichtige Komponente die Unterstützung, der Support für das System. Das bedeutet, das Unternehmen verpflichtet sich eigentlich oder stellt sicher, dass die angemessenen Ressourcen für so ein System da sind. Das können einerseits eben Humanressourcen sein, also dass man im Prinzip spezielle Menschen definiert, spezielle Rollen im Unternehmen definiert, die sich um das Wissensmanagementsystem kümmern und in ihm auch bestimmte Rollen übernehmen, zum Beispiel eben die Sicherstellung weiterer Ressourcen, technischer Ressourcen und so weiter, aber möglicherweise eben auch Schulungen, möglicherweise Abhalten von Veranstaltungen, die hier als Methoden genutzt werden, vielleicht auch als so eine Art Methoden- und Kompetenzspeicher dienen und anderen eben besondere Methodiken beibringen oder vielleicht auch einfach Experten sind, ne? Dass man im Prinzip sagt, okay, wir haben vielleicht eine Expertenlandkarte in unserem Unternehmen und die pflegen wir regelmäßig. Wir wissen, wer Ansprechpartner für welches Thema sein kann und sorgen auch dafür, dass die Experten im Prinzip dort bereitstehen und entsprechend ausgebildet sind. Dann ist natürlich ein wesentlicher Schritt der Betrieb eines solchen Wissensmanagementsystems, also das operative Umsetzen der definierten Prozesse, die Pflege dieser Enabler und schließlich die Performance Evaluation. Und das ist ein ganz spannender Punkt, denn ich glaube, wir wissen alle, dass im Prinzip in Literatur und Forschung das Thema Erfolgsmessung von Wissensmanagement noch eins ist, was offen ist zu einem gewissen Grad, wo es keinen generellen Konsens gibt, wie Wissensmanagement-Erfolg gemessen werden kann. Dennoch sieht eben die ISO 30401 vor, dass das getan wird, überlässt es aber wieder in ihrer Neutralität im Prinzip den anwendenden Unternehmen und möglicherweise eben auch eines Tages ja, Auditoren, die die Einhaltung dieser Voraussetzungen überprüfen sollen, zu bestimmen, was ist jetzt gutes Performance-Management, was ist gute Erfolgsmessung an dieser Stelle. Dennoch ist das natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man sich diesen Ursprungsgedanken vor Augen führt, dass ja eine kontinuierliche Verbesserung stattfinden soll, ein iterativer Prozess eben der Verbesserung eines solchen Systems. Und das kommt auch hier in diesem letzten Pfeilstück zum Ausdruck, ausgehend von der Performance Evaluation, die auch hier in einer Art internem Audit, der aber nicht weiter beschrieben ist, und einem Management Review eben hinterlegt werden soll, soll dann eben Verbesserungen angestoßen werden und dann fängt im Prinzip das ganze System, dieser ganze Planungsprozess wieder von vorne an. Neue strategische Faktoren kommen rein, die Erkenntnisse aus dieser Performance Evaluation werden genutzt, um das Wissensmanagementsystem eben anzupassen. Ja, was haben wir nun in unserer Forschung gemacht? Also ich denke, diese Norm an sich, um die zu beurteilen, sollte man sich eben überlegen, wie valide kann so eine Norm sein. Und es gibt bereits sehr, sehr viele Ansätze für Wissensmanagement. Es gibt sehr, sehr viele
ja, wie soll man das nennen, Checklisten zu dem Thema, was gutes Wissensmanagement ausmacht. Aber wenige davon sind eben validiert anhand von Forschungsergebnissen, anhand von Evidenzen, von Stichproben, von ja, eben einfach sicheren Erkenntnissen, ob sie auch in der Praxis funktionieren. Und um uns diesem Thema, also der Validität auch der 30401, einmal zu nähern, haben wir eben überlegt, dass so eine Norm eigentlich dann valide und wertvoll sein kann, wenn sie auf die zahlreichen Versuche, Wissensmanagement zu fassen, eingeht. Wir haben uns daher angeschaut, wie diese Norm praktisch in Verbindung steht zu der bisherigen Forschung, in Verbindung steht auch zu der bisherigen Praxis von Wissensmanagement. Und ich bin unsicher, wie viel die Audience hier dazu weiß. Deshalb würde ich gerne noch mal einmal so einen ganz kurzen Überblick geben über das, was wir damit meinen. Also Wissensmanagement oder eben auch dieser Gedanke, dass Wissen als Ressource dazu dienen kann, die Performance von Unternehmen, den Erfolg von Unternehmen zu befeuern und zu steigern, der ja in der ISO 30401 zum Ausdruck kommen soll und letztlich das der Zweck auch der ISO 30401 ist, der fußt eigentlich im Resource-Based View, der zurückgeht auf Edith Penrose 1959. Ich denke, das ist den meisten hier ein Begriff. Da ist eben die grundsätzliche Idee, dass das Unternehmen ihre Wettbewerbsvorteile nicht nur aus Marktfaktoren entnehmen, sondern vor allen Dingen auch aus den Ressourcen, die sie besitzen. Diese Theorie ist später weiterentwickelt worden und auch das wird keine Neuheit sein von Barney, der letztlich sich überlegt hat, wann, unter welchen Umständen sind denn solche Ressourcen wertvoll und hat eigentlich vier Kriterien definiert. Einmal das Kriterium valuable, also wertvoll im Sinne von, eine Ressource ist generell geeignet, einen Wettbewerbsvorteil zu bringen. Dann das Thema rare, also Seltenheit. Eine Ressource bringt dann vor allen Dingen einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie selten ist, wenn sie nicht alle Unternehmen in einem Markt haben. Dann das Thema inimitable, also man kann eine Ressource ist dann wertvoll, wenn man sie nicht einfach imitieren, nicht einfach ersetzen kann, nicht einfach nachbilden kann an der Stelle. Und das letzte Kriterium, was er ja aufgestellt hat, ist dieses Kriterium der Non-Substitutability, also der Unersetzlichkeit, dass man eben auch die Ressource nicht einfach durch eine andere ersetzen kann. Und ich denke, wenn man über diese vier Begriffe nachdenkt, über valuable, rare, inimitable und non-substitutable, dann ist relativ offensichtlich, dass das spezifisches Wissen diese Kriterien eigentlich erfüllt. Und aus diesem Gedanken heraus sind dann zwei Literaturstränge entstanden. Einmal das Thema Wissensmanagement, was häufig eine sehr prozessuale Sicht auf das Thema Wissen einnimmt, sagt, Wissen ist ein Prozess, Wissen ist im Fluss. Es geht beim Wissensmanagement darum, letztlich den Austausch zwischen Menschen zu fördern und Wissen, den Fluss von Wissensressourcen in verschiedene Richtungen in die geeigneten Bahnen zu lenken und damit zu managen. Und dann als zweite wichtige Literaturströmung wahrscheinlich die Intellectual Capital Theory, die eher aus dem Accounting kommt und weniger aus dieser strategischen Management-Perspektive des Wissensmanagements, also eher aus dem Accounting, aus der statischen Sicht auf bestimmte Stichtage, auf Wissensressourcen, die an einem bestimmten Datum bestehen und sich letztlich auch damit beschäftigt, wie Wissen gemessen werden kann. Ich habe hier in der Mitte noch mal kurz angedeutet, dass auch diese beiden Theorien, Wissensmanagement und intellektuelles Kapital, letztlich in einer Wechselwirkung zu der Ursprungstheorie des Resource-Based View stehen. Es hat sich ja dann daraus aus der Mischung sozusagen zwischen Wissensmanagement und Resource-Based View der Knowledge-Based View gebildet und gleichermaßen dann später aus der Intellectual Capital Theory und dem Resource-Based View auch der Intellectual Capital-Based View, die letztlich einfach die Organisation auch als Sammlung von Wissensressourcen konzeptionalisieren. Und damit eben nochmal diesen Gedanken von Barney aufnehmen, dass diese vier Kriterien besonders gut von der Ressource Wissen eben erfüllt werden. Vielleicht noch als letzte Anmerkung zu diesem sozusagen kleinen theoretischen Exkurs. Diese beiden Theorien
haben sich ziemlich parallel entwickelt, auch anfangs zumindest ohne große Überschneidungen und ohne klare Abgrenzung auf der anderen Seite. Heutzutage in der Forschung wird das Interesse daran immer größer zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie zusammenpassen. Gerade dieser Gedanke eben von Fluss und sozusagen statischen Größen, das ist ja auch ein Gedanke, den man so im Accounting findet, ne? Man hat eine Gewinn- und Verlustrechnung als Flussrechnung, man hat eine Bilanz als statisches Element und das dann eben auch mit Erfolg, Firmenerfolg in Verbindung zu bringen, ist gerade ein spannendes und sehr offenes Forschungsfeld. Auch da gibt es zahlreiche Beiträge. Ich habe hier einige gelistet. Es gibt noch viel, viel mehr. Nur das sozusagen als letzter Gedanke, dass eben diese beiden, aus meiner Sicht, diese beiden Literaturströmungen gerade in einem gewissen Maße wieder zusammenfinden, sich integrieren. Genau, und dann eben auch gemeinsame Produkte hervorbringen. Und ich würde eben gerade denken, um auf unser Thema zurückzukommen, dass die ISO 30401 auf beiden Gedanken eigentlich aufbaut. Also wir haben uns auch mal angeschaut, was sozusagen die Natur des Wissens ist, die da beschrieben wird in der ISO 30401 und finden gleichermaßen prozessuale Komponenten wie statische Komponenten, wo eben von Wissen sozusagen als Objekt gesprochen wird, aber auch als eben Austausch, als schwer greifbarer zwischenmenschlicher Prozess am Ende. Darauf möchte ich jetzt aber gar nicht im Detail eingehen, sondern ich möchte vielmehr nochmal zeigen, wie die ISO 30401 Überlegungen zu Methoden, zu dem aktiven Doing des Wissensmanagements eine Brücke schlägt. Und zwar gab es in 2009 einen sehr umfassenden Review von Peter Heisig, in dem er ungefähr 160 verschiedene Frameworks aus Wissenschaft und Praxis zum Thema Wissensmanagement untersucht hat und einmal herausgearbeitet hat, dankenswerterweise, welche Prozessgruppen dort beschrieben werden. Ich habe das hier einmal aufgeschrieben. Er sieht also Sharing, also Wissensteilen, Creation, Wissenserzeugung, Generierung, Use, die Anwendung von Wissen, die Speicherung von Wissen, Storage, die Identifikation, also die Erkenntnis von Wissen außerhalb der Organisation und die Integration sozusagen des Wissens in die Organisation, die Knowledge Acquisition. Wir haben uns jetzt in unserer Forschung die Frage gestellt, inwieweit korrespondieren denn diese Elemente des Wissensmanagementsystems, die ich vorhin in dem blauen Kästchen gezeigt habe, eigentlich mit diesen Prozessen und haben letztlich einmal den Normtext gecodet mit dem Programm MaxQDA nach diesen Prozessen und alle Stichworte, die sich auf einen dieser Prozesse bezogen, einmal angestrichen. Und gleichzeitig haben wir sozusagen die Abschnitte, wo es um Knowledge Development, Knowledge Conveyance und Transformation geht, markiert. Und jetzt sieht man hier in dieser schönen Übersicht, in dem Code Relations Browser, im Prinzip, dass es da durchaus Überschneidungen gibt, ne? Also positiv für mich ist erstmal die Norm, hat Referenzen zu allen verschiedenen Prozessen. Es gibt hier keine Kreuzung sozusagen zwischen den Linien, die leer bleibt, sondern auf allen Kreuzungen gab es Nennungen. In beiden Abschnitten gibt es also, in beiden Abschnitten der ISO, die man hier oben sieht, gibt es Referenzen auf alle 6 Prozesse von Heisig. Und was aber für mich heraussticht, ist, dass einige Prozesse deutlich stärker beschrieben werden als andere. Also insbesondere der Prozess Knowledge Creation wird eben in beiden Abschnitten sehr stark thematisiert. Das Thema Knowledge Sharing wird extrem stark bei Knowledge Conveyance und Transformation auch beschrieben. Ich glaube, da ist auch eine gewisse sozusagen wörtliche Überschneidung, sozusagen zu sagen, Transformation und Sharing sind ja vielleicht in einem gewissen Grad auch ähnliche, Conveyance und Sharing sind ähnliche Begriffe. Wobei, das wollte ich eigentlich sagen, Transformation dann ein bisschen darüber hinausgeht, weil es da ja darum geht, nicht nur das Wissen weiterzugeben in der Firma, sondern auch anzuwenden und daraus eben Produkte, die dann unmittelbar für den Kunden nutzbar werden, zu entwickeln. Das dritte große Thema ist, glaube ich, das Thema Storage. Und hier sieht man auch, dass in diesem interdisziplinären Feld des Wissensmanagements eben nicht nur dieser Aspekt des Humankapitals des Menschen als Wissensträger zum Tragen kommt, sondern
eben auch ja, einfach die Speicherung von Wissen, nicht nur im menschlichen Gehirn, sondern auch außerhalb des menschlichen Gehirns, zum Beispiel in Online-Medien, in elektronisch unterstützten Datenbanken und so weiter, ja, stark beschrieben wird und gefordert wird, auch von der Norm. Was ich sehr, sehr spannend fand, war, dass die Norm, die ISO 30401, in einigen Aspekten über diesen herkömmlichen Kanon von Themen, die Heisig beschrieben hat, hinausgeht. Und zwar insbesondere in dem Bereich, dass sie auch Structuring und Sorting von Knowledge, von Wissen, also die Systematisierung von Wissen fordert. Ich denke, das hat einen gewissen Bezug zu diesem Thema Storage, denn um Wissen überhaupt abspeichern zu können, muss man es ja irgendwie sortieren, indizieren und so weiter. Aber vielleicht auch mit dem Thema Knowledge Sharing, denn dass eine Externalisierung notwendig ist, um Wissen weiterzugeben und eine Strukturierung im Zweifel auch notwendig ist, um es weiterzugeben, haben uns eigentlich schon Nunaka und Takeuchi in 1994, 95 gelehrt. Spannend fand ich eben auch, dass dieser Aspekt des Unlearnings und Changing und Updating, den hatte ich vorhin beim Schaubild zu ISO schon erwähnt, sehr hervorgehoben wird, dass eben auch, das ist, glaube ich, eine Reaktion auf die Literatur oder auf das allgemeine Gefühl der letzten Jahre, dass durch aktives Wissensmanagement auch ein Wissensoverload stattfinden kann, dass zu viel Wissen da ist, inkorrektes Wissen da ist. Genau, dementsprechend fordert die ISO hier auch Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist vielleicht ein kleinerer Aspekt, aber vielleicht auch ein Aspekt, der heutzutage in einer globalisierten Welt immer wichtiger wird, ja, auch Wissen zu schützen. Vielleicht Wissen zu schützen außerhalb der Firma gegenüber anderen, im Sinne von eben diesem Wettbewerbsvorteil, der im Resource-Based View enthalten ist, ne, dass man eben eine seltene Ressource haben möchte, eine nicht imitierbare Ressource, die andere nicht so leicht kopieren können. Vielleicht sogar innerhalb einer Firma eine gewisse Sicherheit zu bieten, dass nicht jeder auf alles Wissen der Firma Zugriff hat. Dennoch steht dieser Aspekt aus meiner Sicht im gewissen Spannungsverhältnis auch zu anderen Prozessen, insbesondere zu dem Thema Knowledge Sharing. Denn wenn ich zu viel schütze, habe ich vielleicht keinen guten Austausch oder vielleicht kann ich auch weniger Wissen akquirieren, wenn ich mein Wissen nach außen hin an den Grenzen der Organisation enden lasse und für Joint Ventures, für Kooperationen, für Austausch über Firmengrenzen hinaus nicht mehr offen bin. Ja, vielleicht noch neben diesen Prozessen ein weiteres Thema. Heisig hatte in seiner Forschung 2009 nicht nur die Prozesse des Wissensmanagements untersucht, sondern eben auch diese Erfolgsfaktoren. Hier haben wir wieder die Erfolgsfaktoren, die Heisig genannt hat, insbesondere das Thema Mensch sozusagen als Erfolgsfaktor für Wissensmanagement und organisationale Faktoren wie die Aufbauorganisation an sich, die Ablauforganisation und die Strukturen. Dann zusätzlich das Thema Technologie, auch darüber habe ich gerade schon kurz gesprochen, und das Thema Management. Das ist sicherlich auch was man eben in dem Schaubild zur ISO in diesem Thema Leadership gesehen hat, ne? Dass eine gewisse strategische Ausrichtung und eine gewisse Aufmerksamkeit des Managements am Ende notwendig ist, um Wissensmanagement möglich zu machen. Hier oben sehen wir dann wieder die Kategorien der Erfolgsfaktoren und der Ermöglicher, die ISO 30401 für sich wählt und für sich in Anspruch nimmt und letztlich dann auch wieder die verschiedenen Quadrate, die in einem gewissen Größenverhältnis darstellen, wie oft die Themen erwähnt wurden, an welcher Überschneidung sozusagen. Auch hier haben wir wieder dieses zweifache Coding angewendet. Und man sieht hier, dass wirklich der Fokus der ISO 30401 ganz klar auf dem Thema People ist, ganz klar auf dem Thema Culture ist. Wie gesagt, kommt Culture ja auch an zwei Stellen vor. Einmal als das Wissensmanagement umgebend und einmal als sozusagen Teil des Wissensmanagements. Und ich finde dieses Schaubild oder diese beiden roten Quadrate hier insofern total interessant, als dass sie zeigen, dass das eben ganz stark der Fokus wieder auf den Mensch als Wissensträger eigentlich gelegt wird und weniger auf das, was viele sicher auch zu Recht verstehen als Wissensmanagement, nämlich die Technologien, die dahinter stehen. Auch die, gebe ich zu, spielen eine Rolle. Hier gibt es kleinere Quadrate mit entsprechenden Nennungen. Aber was ich spannend finde und was ich auch vor dem Hintergrund, dass das jetzt eben eine vermeintlich allgemeingültige Norm sein soll, finde ich sehr interessant, dass der Fokus so auf Menschen gelegt wird, auf Kultur gelegt wird. Denn das ist ja eigentlich gerade das, was schwer zu greifen ist und was schwer zu managen ist. Im Verhältnis vielleicht dazu, dass Technologien
Da muss man natürlich die richtige Technologie wählen und man muss sich auskennen in der Technologie und so weiter. Aber Technologie ist im Zweifel ja einfacher zu managen als eben die Handlungsmaximen der einzelnen Menschen und das Verhalten der einzelnen Menschen in einer Organisation. Ja, was bleibt mir dann noch zu sagen? Ich möchte jetzt einfach, um auch vielleicht gleich in die Diskussion übergehen zu können, noch einige Gedanken teilen, die wir hatten in Bezug auf die ISO 30401. Einmal sozusagen einige Errungenschaften, die ISO 30401 mit sich bringt und vielleicht auch einige Punkte, wo sie Fragen offen lässt, wo sie noch Einschränkungen und Limitationen hat. Sie mögen später von den Themen denken, was Sie wollen. Wir können gerne über alles diskutieren. Ich möchte einfach nur mal diese Thesen in den Raum stellen an der Stelle. Also eine Errungenschaft aus unserer Sicht ist sicherlich, dass die ISO 30401 eine gemeinsame Sprache schafft für ein heterogenes Thema. Wissensmanagement ist aus meiner Sicht insofern heterogen, einerseits theoretisch, wir haben vorhin nur diesen kleinen Baum gesehen, zum Thema ja, Resource-Based View, Wissensmanagement und Intellectual Capital Theory andererseits, aber den meisten hier wird bekannt sein, es gibt noch Dynamic Capabilities, Core Competencies, es gibt alle möglichen Spielarten von Theorien, die sich mit Wissen als Ressource befassen, mit Wissen als eben Wertfaktor. Gleichzeitig ist, wie ich jetzt auch schon mehrmals angesprochen habe, ja sicherlich Wissensmanagement insofern heterogen und divers, als dass es eine große Strömung von Forschern und von Praktikern gibt, die es eher als ja, HR-zentriertes, an Menschen ausgerichtetes Thema sehen. Und andererseits aber auch dieser ganze technologische Aspekt wird ja in anderen Disziplinen hervorgehoben. Ne? Dementsprechend gibt es auch Forscher, die sich und Praktiker, die sich einerseits mit den technischen Aspekten auseinandersetzen, mit den menschlichen Aspekten, vielleicht mit dem psychologischen, in der neueren Forschung, in der neueren Praxis vielleicht auch mit politischen Themen auseinandersetzen, psychologischen Themen auseinandersetzen und so weiter. Und auch an der Stelle gibt es eben sehr viele unterschiedliche heterogene Sprachweisen und vielleicht kann so eine Normung eben dazu beitragen, da ein gewisses gemeinsames Vokabular zu finden, um sich über diese Themen zu verständigen und auszutauschen. Darf ich kurz einhaken? Ja. Kannst du die letzten Punkte vielleicht im Überblick aufmachen und kurz erzählen, dass wir auf jeden Fall 7-8 Minuten für Fragen noch haben, weil wir sind schon bei 13:38. Das war's. Okay, super, das mache ich, kein Problem. Genau, dann haben wir das Thema, ja, Wissensmanagement, also ISO kann helfen, Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema Wissensmanagement. Da denke ich insbesondere daran, dass ich als Wissensmanager in einem Unternehmen sagen kann, okay, es gibt hier eine Zertifizierung, das ist ein offiziell anerkanntes Thema, international bekanntes Thema. Und wenn wir diese Kriterien erfüllen, bekommen wir ein Zertifikat. Das kann dem ganzen Thema Legitimität verleihen. Dann kann Wissen die ISO vielleicht auch dazu führen, dass es ein Marktsignal geben kann von Firmen, insbesondere dann, wenn eine Zertifizierung erfolgt und man damit vielleicht nach außen auch spiegeln kann, wir kümmern uns um das Thema Wissensmanagement. Auf der Seite der Einschränkungen würde ich denken, die ISO ist offen in hinsichtlich der Themen, die sie behandelt und insofern braucht sie eigentlich noch eine Operationalisierung. Und was sicherlich nicht genannt wird bis jetzt, ist, dass es eigentlich einen konkreten Nachweis für den monetären Wertbeitrag von Wissensmanagement gibt, weder in Forschung noch in Praxis noch in der ISO selber. Und deshalb kann ich mir zumindest vorstellen, dass die ISO sozusagen wieder Legitimitätseinschränkungen haben wird, da wo ein Management fragt, was bringt mir das Ganze, was ist der Return on Investment hier. So, jetzt will ich die Zeit nicht überstrapazieren oder nicht noch mehr überstrapazieren. Fragen.